Mit mehr als 36 Bürgerdialogen der brandenburgischen AfD-Landtagsfraktion ging am 8. Dezember 2016 die letzte Veranstaltung dieses Jahres in Elsterwerda zu Ende. Sowohl der Fraktionschef Alexander Gauland als auch Andreas Kalbitz und Sven Schröder präsentierten die brandenburgische AfD an diesem Abend. Mehr als 100 Besucher waren ins Stadthaus gekommen und hatten zahlreiche Fragen mitgebracht. Das Themenspektrum reichte von der Kreisgebietsreform über das Rentensystem bis hin zum Mindestlohn. In einer Frage ging es darum, ob sich die AfD eine Koalition vorstellen könne, um damit Regierungsverantwortung zu übernehmen. Alexander Gauland sagte, dass die AfD in der Opposition bleiben wird und warnte davor, an eine Koalition zu denken. Ich kann nur davor warnen, in irgendwelchen Koalitionen Staatssekretärsposten oder Ministerposten zu denken. Ich kann nicht fordern, und die Wähler würden mir das auch nicht durchgehen lassen, ich kann nicht fordern, schließt die Grenzen, und im Koalitionsvertrag steht, wir schließen die halbe Grenze und die andere Hälfte lassen wir offen. Das heißt, solange wir nicht sehr viel stärker sind, gehören wir in die Opposition und müssen eine knallharte, klare Oppositionspolitik machen. Und Sie sehen an dem CDU-Parteitag, da konnten Sie bei ARD und ZDF und RTL und wo auch immer hören und sehen, dass alle Kommentatoren sagten, in diesem Parteitag geht die Angst vor der AfD um. Eine weitere Frage bezog sich auf die Demokratie in Deutschland. Andreas Kalbitz ging dabei auf die Meinungsbildung ein und sprach faktische Berufsverbote an. Wir haben faktische Berufsverbote. Alles andere ist ein Unsinn. Wir haben faktische Berufsverbote. Bekennen Sie sich mal im Medienbereich zur AfD. Das war es dann gewesen. Im Bildungsbereich ist es doch genauso. Wir kennen das von den Schulen, wo Einfluss genommen wird auf solche Veranstaltungen, da kommen die Schüler nicht, damit sie von ihren Lehrern nicht gesehen werden. Die Lehrer kommen nicht, damit sie von ihren Schülern nicht gesehen werden. Und beide kommen nicht, damit sie von der Direktorin nicht gesehen werden. Und das ist das Klima in diesem Land. Das Klima in diesem Land. Das Klima in diesem Land ist davon gezeichnet, dass man sich genau überlegt, wem man seine Meinung sagt. Auch an Schulen und Jugendeinrichtungen wird Meinungsbildung gegen die AfD betrieben. Sven Schröder berichtete, wie ein Sozialarbeiter aus Elsterwerda zu Gewalt gegen die AfD steht. Ich bin jemand, muss ich sagen, der gerne mal auch mit dem politischen Gegner spricht. Also man muss wissen, was für ein Gedankengut ist da eigentlich vorhanden, welche Argumente kommen dort. Und da gesellte sich dann in so einem Gespräch mit so einem Jugendlichen, gesellte sich plötzlich ein älterer Herr dazu und fragte mich nach dem Mindestlohn und so einige Sachen, fing da an mit mir zu diskutieren, das war auch soweit in Ordnung. Und auf einmal meinte er, na er sei ja auch quasi auf der Seite dieser Gegendemonstranten und ich habe ihn dann gefragt, was er denn da für eine Position vertritt und er meinte, naja, was Gewalt angeht zum Beispiel, damit müsst ihr von der AfD natürlich leben. Das ist völlig richtig, dass Gewalt gegen euch angewendet wird, denn es kommt ja nur darauf an, gegen wen sich Gewalt richtet, in welcher Form auch immer. Und außerdem sei Gewaltanwendung ein Vorrecht der Jugend. Und ich habe dann nochmal gefragt, aha, Sie sind also Sozialarbeiter hier in der Stadt und kümmern sich hier um Jugendliche. Ja. Hat er mir nochmal bestätigt, auch um die, die hier sind. Auch der CDU-Parteitag war Thema an diesem Abend. Viele Bürger haben den Themenklau der CDU durchschaut und sehen die AfD damit bestätigt. Von der Führung entfernt ist und wie schwierig es für Frau Merkel war, ihre Politik durchzusetzen. Der Umstand, dass die CDU so schamlos AfD-Inhalte kopiert, zeigt nicht nur, wie entkernt die CDU inzwischen inhaltspolitisch ist, sondern zeigt auch, dass die AfD sachpolitisch auf dem richtigen Weg ist. Dass die CDU das nötig hat, ist traurig, ficht uns aber genauso wenig an, wie es uns stolz macht. Schließlich geht es um Sachpolitik für die Menschen. Als AfD fühlt man sich natürlich bestätigt, denn dass die CDU versucht, sozusagen Window-Dressing zu machen und in das Schaufenster was anders zu stellen, als das, was die Kanzlerin postuliert, zeigt natürlich, dass die AfD wirkt.